Paula, du hast 2009 ja die Nachwuchspreis Goldene Kamera gewonnen oder verliehen bekommen. Und erinnerst du dich noch an das Gefühl, als du sie dann in den Händen hieltst damals? Ja, das war ja wie bei allen Verleihungen an die Nachwuchspreise, war es ja eine Überraschung. Ben Becker kam da plötzlich um die Ecke und ich habe es ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, was will der von mir? Warum? Ich hatte dann dieses Ding in der Hand und stand da halt so ein bisschen und habe es ehrlich gesagt gar nicht so richtig begriffen. Und und erst als es dann so langsam dämmerte, war mir eigentlich bewusst, was das für eine Dimension eigentlich bedeutet. Und mal abgesehen davon, dass es ein ziemlich schöner Preis ist, habe ich mich natürlich ganz schön gefreut und geehrt gefühlt. Wo steht sie denn heute? Im Bad. Ja, es ist wirklich ein schöner Ort. Sie sieht eben weiterhin sehr schön aus, ein bisschen vergilbt so. Und sieht so ein bisschen antik aus, als hätte ich das so in den 20ern gewonnen oder so. Ja. Wie beurteilst du die Bedeutung von Nachwuchspreisen wie diesem? War das für dich damals als junge Schauspielerin eine Herausforderung quasi, so weiterzumachen? Oder war es irgendwie ein größerer Druck oder Ansporn? Wie sah es aus? Also ich glaube, es war vor allem dieses Gefühl von, wow, dem muss ich jetzt erstmal gerecht werden. Also eher so diese Mischung. Es war eben die Herausforderung, okay, das sieht man in mir, dem muss ich jetzt in Zukunft irgendwo erstmal gerecht werden. Ich weiß nicht, ich war schon immer auch ein sehr zweifelnder, reflektierter Mensch und vielleicht braucht man das sogar auch in dem Beruf, ich weiß es nicht. Und ich habe immer auch in Frage gestellt, ob das Richtige ist oder wie es jetzt weitergeht. Und zu der Zeit waren da sehr viele Fragen und das hat mich auf jeden Fall bestärkt. Und ich bin rückblickend total dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich, vielleicht wäre ich jetzt Biobäuerin stattdessen, keine Ahnung, wenn die Goldene Kamera nicht gewesen wäre, ja. Gut, das ist möglich. Wie hat sich denn die Kriterien deiner Rollenauswahl ein bisschen verändert danach? Hast du da zielgerichteter gearbeitet oder wirklich nach Bauchgefühl entschieden? Das hat sich nicht viel verändert. Da habe ich mich eher bestärkt gefühlt in dem, was ich schon davor gemacht habe. Und ich bin auch immer, also ich glaube, das Genre war für mich nie wirklich entscheidend, sondern auch immer, ob mich eine Figur reizt. Und ich habe eben wirklich, ich nenne es jetzt mal plumpen Film, habe ich irgendwie einen Gefallen und irgendwie eine Lust an einer Figur gefunden und an einem Charakter. Und in sehr seichten Formaten habe ich meinen Spaß gefunden und ich habe genauso in sehr anspruchsvollen Filmen vielleicht nicht meine Glanzleistung gezeigt. Also ich glaube, da gab es immer alles. Wichtig war mir immer bei der Projektauswahl, ob mich eine Rolle reizt und eine Figur reizt, ja. Paula, wie ist es aus deiner jetzt schon arrivierteren Schauspielerinnen-Sicht um den deutschen Schauspielnachwuchs bestellt und um dessen Förderung? Um dessen Förderung kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube erstmal grundsätzlich sehr gut. Also ich glaube, es sowohl auf der Schauspielerseite als auch auf der Regieseite passiert wahnsinnig viel gerade in Deutschland und ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen um die Zukunft, auf gar keinen Fall. Ich habe gelesen, dass du auch 2013 ein Regiestudium angefangen hast. Was war die Motivation dahinter und wann sehen wir den ersten Kallenberg-Film? Das dauert, glaube ich, noch. Also ich habe so ein bisschen in diesem, ich habe es gerade mal ein Jahr gemacht, das Studium. Und ich habe für mich vor allem erkannt, dass ich nichts weiß. Und ich habe auch erkannt, dass ich irgendwo, um Geschichten zu erzählen, irgendwie noch viel mehr erleben muss. Und ich bin wahnsinnig beeindruckt, wie manchmal so mutige, junge Wilde mit Anfang 20 die Knallerfilme hinlegen. Dazu gehöre ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich möchte noch ein paar Lebensrunden drehen, ein paar Sachen erleben, bevor ich eigene Filme machen kann. Und hättest du da schon ein Sujet oder irgendwie ein Thema irgendwie vor Augen, was du dann gerne mit dem du gerne starten würdest? Ja, es gibt einiges in meinem Kopf, aber ich merke auch gerade, für mich ist eigentlich die Schauspielerei ist nichts, was ich, ich liebe das gerade so sehr, dass ich glaube, das auch nicht für etwas anderes aufgeben wollen würde. Und mir macht eigentlich mein Job gerade immer mehr Spaß von Projekt zu Projekt. Und ich werde nicht müde. Und ich glaube, alles zu seiner Zeit. Das klingt vielversprechend, das ist gut. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.